Was macht uns zum Menschen in Zeiten wie diesen? Liebe, Verlangen, Hoffnung, Schmerzen, Erwartungen. Eine Sache wissen wir. Überleben ist nicht genug. Darum, meine Damen und Herren, willkommen im Theater. Ihr habt mich viel zu stark emotionalisiert. Schau, wie mein Körper bipolare Sorgenfalten wirft. Schau, wie mein Körper bipolare Zornesfalten wirft und meine wortlose Bestürzung damit nonverbalisiert. Du fragst, was mich abfuckt, und ja, ist die Antwort. Was erwartest du von einem manischen Arschloch mit einem Geisteszustand zwischen Kafka und Van Gogh und einem nicht minder messerscharfen Verstand à la Immanuel Kant? Ja, ich kann's nach wie vor. Ich hab nur keinen Spaß mehr an all der Phantasmagorie, aber kann's mir auch nicht aussuchen, ergo einfach machen. Was raus muss, hör ich des Nachts am Stern um leise kratzen. Unglück formt Universal Genialität, mein kunstfigurativer Tunnelblick ist Sepia geprägt. Ich kann kaum ausdrücken, wie sehr ich euch verabscheue. Doch könnt es auflösen in Schwefel oder Salzsäure, wenn ihr drauf besteht. Ich gebe euch zu denken, wie es euch keiner gibt, dass dein Gehirn durch pausenlose Nervenüberreizung sticht und bringt damit deine Life-Work-Balance aus dem Gleichgewicht, bis sie stolpert und dir Schädel in tausend Teile bricht. Ich sexualisiere nicht, ich ästhetisiere in Gewalt, Fantasien, sinistre Reminiszenzen und werf sie dir durch konvexe Verzerrungsspiegel mit dem Kondensator Mike in deine hässliche Fresse. Wir starten Mr. Sophistication, nur schwer verdaubare Kost bekommt das Porridge-Label. Label, Label. Und ob dich dein Leben vernichtet, kommt immer ganz darauf an, wie du Probleme gewichtest. Dabei sollte dein Größtes sein, deine Nemesis. Jetzt durchziehen lautstarke Schockeffekte, lauwarme Sommernächte. Ich bring euch Nervendeal. Ihr seid an den Wochenenden auf Level. Ich bin immer auf Horror-Level und brauche kein Management. Niemand sagt mir, bleib mal auf dem Teppich. Ich bleib höchstens auf dem Bombenteppich. Ich hab ein Loch im Händchen für entartete Kunst und niemand hier könnte mich jemals copycatten. Mr. Sophistication. Ihr steht für Menschenrechte ein, ich fordere Menschenverbote. Wie die November-Prokrome. Der Ripper hält wieder mal mit Engelsrhetorik seine gewohnte idiosynkratische Messlatte oben. Rasiert sich einmal quer durch erste Weltproblemzonen. Von geschlechtlichen Quoten in Managementpositionen bis hin zu ethnisch konformen Floskeln und Genderpronomen. Ich stell der Welt entfremdet, echt hinter Ferndiagnosen. Doch trage dabei keine Aluhüte, sondern Seidenmaßanzüge und verbreite hier mit völlig haltlosen Star-Allüren wahre Lügen. Gründe eine Bewegung wie Hare Krishna, um am Ende doch wieder alleine in die Schlacht zu ziehen gegen deinen humanen Charakterplot. Ich zieh dich metaphorisch an den Haaren durch die Luke ins Dachgeschoss mit Armen wie Tentakeln und Furchen rund um die Wangenknochen und trigger mentale Mutilationen wie Clusterkopfschmerz und dabei immer auf den wunden Punkt mit Nagelbomben. Ich bin ein Fracktragender, tu nicht gut wie Kabelbot mit so viel Wut und Hass im Kopf. Selbst wenn ich auf Sparflamme lauf, wird in mir noch jeder Funkenflug zu Ragnarok. Und bin ich jetzt Horrorcore oder gesellschaftskritisch? Ja, wieso nicht beides wie das alte Testament? Denn wenn das Leben immer so schockierend ist, wie ich es kenne, dann sende ich einen entsprechenden Genre-Mix, intelligent oder nicht? Wir starten Mr. Sophistication, nur schwer verdaubare Kost bekommt das Pro-Ripper-Label. Und ob dich dein Leben vernichtet, kommt immer ganz darauf an, wie du Probleme gewichtest. Aber ich sollte dein Größtes sein, deine Nemesis. Jetzt durchziehen lautstarke Schockeffekte, lauwarme Sommernächte. Ich bring euch Nervendeal. Ihr seid an den Wochenenden auf Level. Ich bin immer auf Horror-Level und brauche kein Management. Niemand sagt mir, bleib mal auf dem Teppich. Ich bleib höchstens auf dem Bombenteppich. Ich hab ein Loch im Händchen für entartete Kunst und niemand hier könnte. Diese Vorstellung ereignet sich nicht auf einer Bühne.